Ich bin der Stefan Volk aus Hofheim, gebürtiger Frankfurter, und arbeite seit 20 Jahren hier in diesem kleinen 45.000 Einwohner großen Städtchen. Wir haben verschiedene Fachdisziplinen hier am Ort. Wir gehören aber zu einem großen Klinikverbund. Dazu gehört auch das Klinikum Frankfurt Höchst und ein weiteres Klinikum, das ist in Bad Soden. Ich selbst bin Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Und noch in der Funktion des ärztlichen Direktors, wobei diese Arbeit sich langsam dem Ende zuneigt, weil wir alle 3 Jahre einen neuen ärztlichen Direktor bestimmen. Vielleicht erzähle ich Ihnen mal oder erzähle ich überhaupt mal, wie ein Tag beginnt. Der beginnt bei mir um 7 Uhr morgens. Ich gehe als allererstes in das schlafmedizinische Zentrum, setze mich vor verschiedene Computer und werte zusammen mit meinem leitenden Oberarzt dort die Nächte von Patienten aus, die zum Beispiel zu uns gekommen sind, weil sie sehr stark schnarchen und Atemstillstände haben. Dann besuchen wir diese Patienten und um 8 habe ich Frühmorgenbesprechung in der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir gehen durch, welche Patienten kamen in der Nacht, welche Probleme stehen an, wie ist unsere Belegung, wer kommt heute dazu elektiv. Danach sehe ich in der Regel stationäre Privatpatienten und man muss sich das so vorstellen, das ist nicht einfach eine Visite, sondern ich setze mich eigentlich immer eine gute halbe Stunde mit denen hin, um einfach so den Status zu bekommen, wie es den Patienten geht. Und das sind viele Patienten mit Depressionen oder mit Ängsten. Und in der Mittagszeit habe ich eigentlich jeden Mittag entweder von 11:30 Uhr an oder von 12:30 Uhr an 2 Stunden Besprechungen, zum Beispiel in der Tagesklinik, aber auch mit meinen Kollegen in der Institutsambulanz oder wenn wir Besprechungen haben über unsere Privatpatienten und deren Wünsche und Probleme. Das Schönste an der Arbeit ist eigentlich das gemeinsame Tun für Menschen, die in seelischen Nöten sind, und dann die Rückkopplung zu bekommen, dass das, was wir tun, auch wertgeschätzt wird. Und vor allem, dass ich Menschen erlebe, die ganz, ganz, ganz betrübt bei uns in die Klinik kommen und die wir gesund wieder entlassen können. Wenn man sich im Nachhinein nach einer langen Berufstätigkeit fragt, was waren denn die Treiber eigentlich der verschiedenen Karriereschritte, so waren das bei mir sicherlich auch Vorbilder. Ich habe wunderbare Chefs gehabt, von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dieses Lernen konnte ich dann selber umsetzen, als ich selbst Chef wurde. Und ich habe vor allem in dieser Entwicklung meiner Karriere gelernt, partizipativ zu führen, das heißt, alle mit einzubeziehen. Nicht hier die Ärzte und da die Pflege, sondern alle gemeinsam. Und das ist das Wichtigste, was ich über diese letzten Jahrzehnte mitbekommen habe. Wenn Sie heute neben dem ärztlichen Tun weitere Funktionen übernehmen wollen, müssen Sie ein extrem gutes Zeitmanagement haben. Und Sie brauchen Menschen, die Sie dabei auch unterstützen. Alleine schaffen Sie das nicht. Also ich denke immer auch, der Teamgedanke in einer solchen Funktion ist sehr wichtig. Wir sind heute nicht mehr diese sogenannten Götter in Weiß. Ich ziehe sowieso nie einen Kittel an. Dafür habe ich in der Regel ein Jackett an. Das ist mein Kittel. Aber wir müssen, und das ist ganz wichtig, wenn wir unsere Karriere aufbauen, nicht daran denken, dass wir das bis ins Kleinste planen könnten. Und auch Zusatzfunktionen können Sie nicht einfach sozusagen planen. Vieles kommt auf Sie zu und dann müssen Sie sich klar werden darüber, kann ich das wirklich schaffen? Kann ich wirklich noch neben meiner Tätigkeit eine leitende Funktion als ärztlicher Direktor machen? Aber es darf nicht die Eitelkeit sein, die ihn da, die den Menschen dann treibt, sondern es muss ich sage das mal, die Berufung sein. Das Bürokratiemonster. Und das ist etwas, was viele Ärzte erleben. Die bürokratischen Ansprüche, die an uns gestellt werden, wachsen auch in meinem Fachgebiet immer weiter. Und ich habe mal überlegt, sicherlich ein Drittel meiner Tätigkeit ist Dokumentation und, aber alles das mittlerweile nicht nur auf Papier, sondern auch im PC. Und es muss überprüfbar sein. Der medizinische Dienst der Krankenkassen guckt. Andere überwachen uns, auch der TÜV. Wir haben regelmäßige TÜV-Kontrollen über unsere Qualität, über unsere Struktur und Ergebnisqualität. Was mich überrascht hat, ist eigentlich, dass das nicht so einfach ist,
wie eine Fußballmannschaft zu führen oder ich habe Rugby gespielt, eine Rugby-Mannschaft vielleicht. Es sind zu disparate Persönlichkeiten, die alle sehr klar wissen, was sie wollen. Und da ist es einfach so, dass man das, ich sag's mal so im Trainerjargon, dass man die alle mitnehmen muss, sonst kriegt man keine Mannschaft hin. Eigentlich wollte ich mal freie Kunst studieren. Aber das fanden meine Eltern nicht so prickelnd. Und ich hatte nicht so ein gutes Abitur, dass ich gleich in das Medizinstudium reingekommen bin. Und so habe ich erst mal Jura studiert. Und ich habe noch nie irgendwo was gewonnen, aber meinen Studienplatz habe ich gewonnen. Und zwar im sogenannten fünften Losnachrückeverfahren der ZVS. Und das habe ich natürlich nicht ausgeschlagen. Und so bin ich mit einem Losglück in das Medizinglück gestartet. Am Anfang fand ich das Medizinstudium furchtbar. Nur auswendig lernen und habe dann nach dem Physikum noch mal was anderes angefangen zu studieren. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, nämlich Ethnologie, Früh- und Urgeschichte und Ägyptologie. Und mit diesen anderen Studien an Bord, vor allen Dingen der Ethnologie, wurde das Medizinstudium für mich dann immer interessanter. Und schließlich habe ich mich dann nach dem Medizinexamen überlegt, was mache ich denn jetzt? Gehe ich in die Entwicklungshilfe, ich habe es mal versucht, war auch ein interessanter Ansatz, aber ich habe mich dann für die stationäre Ausbildung entschieden und ich habe am Max-Planck-Institut für Psychiatrie meine Karriere begonnen. Also der erste Rat ist, mach das nicht, weil du ganz viel Geld verdienen willst. Ja, das ist nicht der Weg, der heute beschritten wird. Das zweite, bitte schau, dass du auf dich achtest. Unbedingt wichtig, einen Ausgleich zu der Tätigkeit suchen. Ich zum Beispiel versuche das mit Sport. Aber man muss unbedingt einen Ausgleich haben, denn, und das ist wichtig, und das würde ich mit auf den Weg geben, es erfordert viel Zeit, viel Lebenszeit. Und wenn dieser große Anteil von Lebenszeit nicht dann noch parallel gefüllt wird mit einer gestalteten freien Zeit, dann macht man einen großen Fehler. Denn ich erinnere, dass viele Nachtdienste hintereinander den körperlichen Rhythmus völlig durcheinander bringen und heute müssen auch weiterhin Nachtdienste gemacht werden. Heute kann man danach nach Hause gehen, aber was macht man denn mit dem sozusagen freien Tag? Man muss ja auch schlafen. Also ich würde immer den Rat geben, Vorsicht mit der Selbstausbeutung.